Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich gerade in Hamburg-Fischbek, und zwar dort, wo der Heidschnuckenweg beginnt. Der Heidschnuckenweg ist ein 223 Kilometer langer Wanderweg, der von hier aus bis nach Celle führt. Und hier warte ich gerade auf Natururin. Natururin hat heute vor, hier seine mehrtägige Wanderung nach Celle zu starten. Er will die ganzen 223 Kilometer auf dem Heidschnuckenweg runterwandern. Und ich habe mir gedacht, ich warte hier einfach mal auf ihn, um mich mit ihm hier einfach mal spontan zu treffen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich warte jetzt schon seit über 2 Stunden auf Natururin. Er verspätet sich auf unbestimmte Zeit. Und langsam bekomme ich Hunger. Und deswegen werde ich jetzt dieses große Baguette essen. Schaut euch nur dieses große Baguette an. Ich warte schon seit mittlerweile 4 Stunden auf Natururin. Ich habe mit ihm zwischenzeitlich geschrieben und leider ist da irgendwas dazwischen gekommen, weswegen sich seine Ankunft so stark verzögert hat. Eigentlich wollte er zwischen 9 und 10 Uhr hier ankommen. Ich bin schon seit 9 Uhr hier und jetzt ist es schon mittlerweile 13.30 Uhr. Aber er meinte, dass er in Kürze hier ankommt. So, Natururin ist endlich angekommen. Moinsen, ich bin hier. Und er hat sogar Leute mitgebracht. Moin, moin. Wir kennen uns auch auf jeden Fall seit 2018, genau. Ich hatte ihn damals vorgestellt bei der Kanalvorstellung und so lange kennen wir uns schon. Also jetzt, ich bin der Itz-Nico, genau. Ja, ich wollte gerade sagen. Und, da ist noch jemand. Moin, wir kennen uns nur flüchtig, nur flüchtig. Jetzt zeige ich ein bisschen Gesicht. Das ist der Sascha. Genau, Sascha. Hallo. Auch ein YouTube-Kanal? Nee. Alles klar. Wollte ich mal machen, aber ich habe die Zeit so noch nicht. Aber vielleicht bald. Ja, so. Ja? Also mit diesen 3 Leuten werde ich ein paar Kilometer wandern und dann werde ich dann immer nach Hause gehen, schlafen und dann, wenn ich ausgeschlafen habe, werde ich dann am nächsten Tag dann wieder bei denen zustoßen. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, Natururin kommt hier diesen richtig steilen Berg angelaufen. Und Nico ist schon oben, Sascha ist schon oben, ich bin oben und hier ist eine schöne Aussicht. Und Natururin wieder ein Bier trinken. Und schmeckt's? Ja. Freut mich. So, wir sind hier jetzt irgendwo im Nirgendwo. Hier ist Wald und hier der Wanderweg. Hier auf der anderen Seite ist Sascha gerade mit seinem komischen Mobil da gerade hochgekommen. Nico und Natururin sind noch irgendwo weiter hinten. Also hier ist auf jeden Fall sehr viel Berg mit Schwierigkeit dran. So, hier ist wieder ein Berg, auf dem ich jetzt bin. Und hier geht's ganz weit nach unten. Von da kommen wir. Da kommen die 3 Kandidaten. Und wir müssen dann wahrscheinlich hier wieder runter. So, hier seht ihr wieder noch ein bisschen Steigung. Aber diese Steigung, die geht noch irgendwie. Ich bin gerade hier diese heftige Steigung hochgelaufen. Seht mal an, wie Sascha sich damit herumquält. Natururin und Itz Nico sind noch weit da hinten. Also die sieht man, glaube ich, gar nicht. Also das wird noch lange dauern.
So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich habe mich von Natururin, It's Nico und Sascha getrennt. Eigentlich wollten wir zu viert noch in die nächste größere Ortschaft laufen, wo ich dann mit einem Bus hätte nach Hamburg fahren können. Aber das Problem war, dass Natururins Rucksack gerissen ist. Er musste den erstmal nähen und da das eine Menge Zeit in Anspruch genommen hat, habe ich dann entschlossen, mich dann von den drei zu trennen, um mich alleine auf den Weg zu machen, damit ich noch irgendwie eine Chance hatte, noch irgendwie nach Hamburg zu kommen. Und ich hatte echt riesiges Glück gehabt, denn ich bin ein paar Schritte so weitergelaufen und dann habe ich Spaziergänger gesehen und die haben mich gefragt, ob ich Hilfe bräuchte, ob ich mich verlaufen hätte. Und dann bin ich mit denen erstmal zusammen zu einem nächsten größeren Parkplatz gelaufen und da haben die mich dann gefragt, ob die mich irgendwie ein Stück mitnehmen können. Und das Angebot habe ich dankend angenommen. Die haben mich sogar bis nach Hamburg-Neugraben gefahren, sodass ich dort in die S-Bahn einsteigen konnte und dann mit der S-Bahn nach Hause fahren konnte. Also dafür bin ich denen sehr dankbar. Ich bin sowas von kaputt. Also die paar Stunden Wandern haben mich echt geschlaucht. Vor allem auch das 5 Stunden Warten. Und ich denke mal, ich werde mich gleich mal ins Bett legen und schlafen. Ich glaube, den Schlaf brauche ich auf jeden Fall. Ich habe die Nacht nur 2 Stunden geschlafen. Aber bevor ich mich schlafen lege, muss ich mich, glaube ich, erstmal unter die Dusche stellen. Den ganzen Schmutz von dem Wald erstmal runterkriegen. So, das war's jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.